Hallo, und weiter geht's. Also, Magier haben wir dann eigentlich soweit festgelegt. Bild und Charaktermodell stimmt soweit. 2 Meter großer Junge. Puh. Aber noch Body Mass Index, also 99 Kilo, nicht schlecht. Vermögen 2 Dukaten, arme Sau. Ja. Mal schauen. Würfeln wir doch erstmal das zusammen. Also 13 braucht er auf Klugheit und Charisma. Und ansonsten weiß nicht. Den 13er Wert, den verbraten wir dann gleich mal in Klugheit. Mut braucht er eigentlich nicht so viel, oder? Der steht ja meistens auch hinter der Gruppe. Gewandtheit wäre aber nicht schlecht. Fingerfertigkeit eigentlich auch nicht. Aber ich. Körperkraft. Ach, das ist halt schon ein niedriger Wert, ne? Ich mach Fingerfertigkeit 8. Klar, theoretisch bräuchte er auch, ja doch, auch für Zaubersprüche sind die wichtig. Steht ja da. Aber auch die richtige Fingerstellung für bestimmte Zaubersprüche. Muss er schön verknoten können, seine Finger. Dann kriegt er halt den 8er auf den Mutwert gelegt. Den 10er Wert, der ist ja nicht so niedrig. Ich glaube, dann mache ich auch Fingerfertigkeit. Ja, mache ich auf Fingerfertigkeit. Habe ich nochmal 10 zu vergeben. Körperkraft. Nein. Gewandtheit. Na. Kriegt er auch noch so, sag mal, 11 noch zu vergeben. Ach du großer Gott. 10 Körperkraft. Das sind immer viel hohe Werte, die jetzt auch vergeben wurden. Und hier kriege ich nochmal den 12er Wert. Okay. Wert 7. Der Goldgier, das ist mir so hoch, der Wert. Maximal 4 darf er im Aberglauben haben. Das ist ein gebildeter Mensch, der liest Bücher. Der weiß Bescheid. Ja. Ach so. Ja. Vielleicht kommt noch eine 3, aber glaube ich gerne noch niedriger setzen. Aber komm, habe ich den Max-Wert weg schon mal. Jetzt haben wir nochmal 4. Raumangst. 5. jetzt waren 2 Todesangst oder nicht haben. Höhenangst machen wir auch mal. Ja. Ah, Neugier 3 ist ein bisschen wenig. Aber gut, das machen wir jetzt einfach mal so. Also, Abracadabra. Hä? Gibt noch weitere Zuweisungen? Welche magischen Spezialisierung hat dieser Magier genossen? Antimagie, Beherrschung, Elemente, Heilung. Heilung ist eigentlich immer gut, wobei ich natürlich auch Angriffszauber ordentlich haben will. Aber gerade am Anfang ist es eigentlich ganz cool, dass mit man nicht so diesen Items, Heil-Items hinterherlatschen muss und die Kohle sich dafür vielleicht ein bisschen sparen kann. Darf der mal gut heilen können. So, was haben wir jetzt? Eine Skaldin. Das sagt mir ja so gar nichts, was das ist. Ich habe aber auch dem kriegerischen Volke zugewandt. Ach, das machen wir einfach unser Hexe, würde ich sagen. Ne? Ja, komm. Brüder, Miria Treublatt, Dratulop. Zieht der Plötzbogen.
hast ja eigentlich dann nur die Rothaarige wahrscheinlich dazu. Mit Gier oder ohne Gier? Das ist auch nicht schlecht. Komme ich gar nicht entscheiden. Das machen wir so. So. Also, der Wert 13, Charisma. Der Wert 9, das werden wir jetzt aber dann der Fingerkältigkeit zuweisen. 12 könnte Intuition. 13. Geht mir mal ordentlich Krebs. Körperkraft und Mut 11. Ach, das war eigentlich gut. Das hat mir jetzt gefallen von der Zuweisung. Aber klar. Gold gekriegt zu 7. Jetzt an 6. Neugier 6. Ah. Todesangst hat es auch ein bisschen viel. Naja. So. Wie haben wir denn noch? 2, oder? Also, was brauchen wir denn jetzt? Ach Gott, Druide. Schau mal, 2 Magier. Mehr oder weniger. Waldelfen, ne? Sollten wir auch eine haben von, finde ich. Ja. Also gut, wir machen eine Waldelfe. Was für Namen. Ich habe ein blondes Bild. Kann ich da auch irgendwie einen Polygon-Charakter, der irgendwie dazu passt, kriegen? Nee. Mann. Hör mal, das.
So. 11. Klugheit, Mut, Charisma, Fingerfertigkeit. Okay, gut. So, dann mal schauen, was wir hier rausmachen. Da bin ich aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Wir haben zwei Tanks, wir haben Zauberer, wir haben Hexe, wir haben die Waldelfe. Druide, theoretisch ja, aber es, mit Hexe und Magier haben wir schon zwei drin. Weil Gaukler weiß ich nicht genau, wozu ich den gut brauchen könnte. Wie gesagt, ich gehe das ja alles hier einfach blind rein, ne? Und Jägerin. Ja, dann Jäger. Das haben wir auch noch. Wir haben drei Frauen, zwei Männer, machen wir noch einen Kerl dazu, würde ich sagen. Dann haben wir 50-50. Mache ich eigentlich immer so meine Trupps. Noch ein Jäger. Nur ein Bild. Das gefällt mir gar nicht, das Bild. Scheiße. Traum ist auch nur ein Bild, sieht auch scheiße aus. Mann. Streuner, was hatte der eigentlich? 25 Lebensenergie jetzt, ne? Noch ein Elf, wir brauchen ja noch einen Bogenschütze oder sowas. Bald 11 Grad gemacht, ne? Okay. Okay, weiter geht's dann im nächsten Video. Bis gleich.